Die evangelische Kirche sorgt sich um die Demokratie und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Christoph Enders ist Superintendent, also leitender Pfarrer im brandenburgischen Bad Liebenwerda. In seinem Bereich gäbe es viele Leute, die rechtsextreme Positionen vertreten und auch so wählen. Das ist eine Position, die dem christlichen Menschenbild absolut widerstrebt. Das sehen wir auch als unsere Verantwortung, das auch so deutlich zu sagen. Auch im östlichsten Kirchenkreis der EKM, der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, haben im Frühjahr Menschen für Demokratie demonstriert. Das war extrem wichtig, dass eben auch bei uns hier im ländlichen Bereich die Leute auf die Straße gegangen sind. Bei uns auf dem Lande ist es so, da hast du 200 Leute, bei der Demo 300. Dann stehen aber auch 40 Leute von der Kampfsportgruppe XY daneben. Wer Gesicht zeige, brauche Mut. Man wird ja immer beobachtet. Ja, jeder, der sich da irgendwie rauswagt, aufs Podium wagt, als Redebeitrag zur Verfügung steht, wird registriert. Und die Leute wissen auch, wie du heißt und die wissen auch, wo du wohnst. Christoph Enders machen die Drohungen aber keine Angst. Die Phase, wo man Angst hat, die erlebt jeder. Die ist aber auch vorbei nach ein paar Tagen. Das ist schon eine Phase, die einem auch im Gedächtnis bleibt. Und da geht man durch und weiß, worauf man sich einlässt. Die evangelische Kirche, auch die katholischen Bistümer haben sich vor den Wahlen deutlich positioniert für Demokratie, Solidarität und Mitmenschlichkeit. Dieses Menschenbild, was rechtsextremistische Parteien und Gruppierungen haben, kann man das mit dem christlichen Weltbild vereinbaren oder nicht? Und da muss man eben ganz klar sagen, nein, das geht einfach nicht. Aus der Kirchenredaktion Thorsten Kessler, Radio SAW.